So, hier geht's nun weiter. Erstmal das da nehmen. Wo musste ich denn jetzt nochmal hin? Schau mal. Erstmal diese Sachen. Oh, zweimal Medipack? Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir deutlich. Ach. Ja, dadurch, dass ich meinen PC auf 64-Bit gemacht habe, hat er wohl diese ganzen Info-Dinger noch. Ach ne, da gar nicht lang. Hä? Okay. So. Hä? Bin ich leicht verwirrt? Hm. Wipcore. Na gut, den baue ich jetzt nicht so. Ich habe so viel Medipacks ist dabei, egal. Ich sollte mich nicht beklagen, dass ich zu viele Medipacks habe. So. Hi. Oh Gott. Ja. Und schon beginnt der Spaß. Nein. Tot. Gott, oh Gott. Holy shit. Es ist noch nicht tot. Benutze ich jetzt erst die kleinen? Das kann irgendwie nicht hinkommen. Meiner Meinung nach, aber gut. So. Ne, kleine füllen deutlich weniger. Was haben wir da? Da fehlt mir was, okay. L war es, glaube ich. Ja. Nee. K? O, P, Ö, J, J. Geologie, Geologie-Sektor. Bin ich. Laufe ich jetzt einmal total komisch rum? Oder wie? Oder bin ich da letztes Mal. Ich folge einfach dem Markierungspunkt und dann passt das schon. Hi. Oh Gott. Uncool. Das ist echt uncool, von hinten zu kommen. Aua. So viel zu den Medipacks. Ey. Das ist richtig uncool gerade. Dass die teilweise von hinten kommen. Benutzen, benutzen. So. Und wo lebt noch was? Da.
Und du auch. Gott. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Lag da noch was? Oder habe ich es mitgenommen? Ja. Oh, so viel Soma-Gel, das ist gut. Das gefällt mir. Oh, ein großes Medipack. Das gefällt mir auch. Sehr. Da ist ein Artefakt. So, scroll, scroll, scroll. Hm. Und dahin. Bestimmt laufe ich den totalen falschen Weg. Weil ich meine, man musste unten irgendwo lang, aber... Isaac, wie Sie selbst bezeugen können, stellt die Menschheit fast zwanghaft rote Marker her. Duplikate nach dem Abbild des Originals. Sie sind ein Teil von uns, wie der Planet, der uns gebar. Vielleicht sogar noch mehr. Wir alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac. Was Sie anscheinend nicht akzeptieren können. Mhm. Ein Sucherbot ist zurückgekehrt. Waffen-Upgrade. Objekte herstellen. Erstmal nichts. Ich hoffe, mein Zeug reicht erstmal. Was haben wir hier hinten? Okay, die können wir gleich abgeben. Zwei nachladen plus ein Feuer. Dann schauen wir mal kurz nach. Waffen-Upgrades. Zwei nachladen. Mhm. Ne. So. Schaden ist mir dann doch lieber. So. Das nehmen wir mit. Altmetall nehmen wir mit. Ja, komm. Wenn wir davon schon welche haben. Mitnehmen. Ach, optional im... Na. Was habe ich da? Heißer Tod. Was ist denn heißer Tod? Mhm. Mir kommt so vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Aber das kann nicht sein. Hä? Ah. Okay, dann habe ich das schon mal verstanden. Und dann muss der und dann ist wieder andere Seite. Ja, es war klar. Und... Nein. Hey, das ist uncool. Mir scheint's, als würde da noch was leben. Bin mir gerade nicht sicher. So. Mitnehmen, mitnehmen. Rein damit. Okay, das ist das letzte Stück. Gut, kommst du dann jetzt zurück? Ja, bin bald da. Ach, schon? Da waren wir gerade. Heißt Rückweg. Natürlich. Freude. Benutzen, 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 benutzen.
So. Ah. Er hat. Einer von beiden hat mir nichts gegeben. Egal. Geben Sie auf, Isaac! Sie kommen da nicht mehr lebend raus! Halten Sie's Maul, Danik! Und wie ich hier rauskomme? Erstmal geben wir das Zeug ab, was ich bekommen habe. So. Dann benutzen wir mal Sucherbot. So. Das nehmen wir auch mit. Weiter. Er schickt mir auch da zurück. Ist hier hinten überhaupt noch was? Nö. Sieht nicht so aus, gut. Ellie, woher wissen wir denn, dass das überhaupt funktioniert? Hast du rausgefunden, wie man aus all dem einen Codex herstellt? Ja, vermutlich haben sie magnetomische forensische Neurologie eingesetzt, die einen in dem Codex gespeicherten Datenstrom produziert. Als hätten sie die Codes für die Maschine direkt aus ihrem Gehirn geholt. Kommt mir bekannt vor. Zumindest haben sie ihr nicht das Auge rausgestochen. Oh, diese... diese Anspielung. Das gefällt mir. Also das wäre die optionale Mission anscheinend. Denke ich mal. Naja. Ja. Aber nein. Hä? Liegt da was? Oh, ein Artefakt. So. Scroll. Naja. Gut. Ja, ich hoffe immer, dass es passt, für falls sich das irgendwer wirklich durchliest. Ich muss zugeben, ich wäre zu faul dazu. Zumindest als Videodings. Also wenn ich es jetzt privat spielen würde, würde ich es mir sogar durchlesen. Isaac, ein letzter Fakt, über den Sie nachdenken können, während Sie Ihrer eigenen Vernichtung entgegeneilen. Hätte Earthgarth oder diese längst toten Wissenschaftler oder Sie nicht dazwischen gefunkt, hätte die Menschheit schon völlig schmerzlos unser ultimatives Ende, unsere vorbestimmte Wiedergeburt erlebt. Tja, welchen Zweck hat diese Konversation wohl? Nun, wenn wir uns das nächste Mal sehen und ich Ihnen ins Gesicht schieße, werden Sie den Grund verstehen. Mhm. Es fehlt nicht mehr viel an Halbleitern, dann könnte ich mir Panzerungs-Upgrade holen. Was an sich, glaube ich, ganz nett wäre. Ich muss auch hier hin, ja, gut. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war. Ich weiß noch, wie der Raum aussah, aber da hört's auf. So. Der müsste da drin sein, ja. Dekontamination wird eingeleitet. Bitte still halten. So. Runter hier. Okay, dann hoffen wir, dass wir das hier hinkriegen, bevor Danik uns findet. Kinderspiel. Der Beinknochen ist verbunden mit, was immer das hier ist. Oh Mann. Muss ich dir auch noch sortieren? Okay, also, welcher Teil ist der Kopf? Das ist eine gute Frage. Das sieht nach dem Teil schon aus. Dann würde ich sagen, kommt der Teil dahin. Okay, das sieht aus wie, naja, so eine Art. Wie sollen wir das je zusammensetzen? So, dann das. Das muss irgendwie gehen. Das und dann brauche ich ein Dreierding. Dann würde ich sagen, das. Okay, ich glaube, irgendwas bildet sich hier. Ja, kommen wir der Sache näher? Schwer zu sagen, aber die Kontur fügt sich zusammen. So, dann das.
das? Ach, verdammt. Das muss noch ganz nach vorne. So. Montage komplett. Für Codex-Initialisierung bitte warten. Mal sehen, was wir hier haben. Muss ich irgendwo was machen? Achso. Hier anscheinend. Nicht mal eine Sie, sondern ein S. Rosetta ist ein Alien. Was? Was soll das heißen? Das heißt, dass Sie ein Alien-Hirn genutzt haben, um die Geheimnisse der Alien-Maschine zu lüften. Ausgesprochen pfiffig. Mal sehen, was passiert, wenn wir sie aktivieren. Das könnte etwas bizarr werden. Daumen drücken. Ich ahne Böses. Wood. What the fuck? Oh nein. Nein, wir haben alles falsch verstanden. Das ist nicht die Heimatwelt der Marker. Die Aliens haben die Marker gefunden, wie wir. Und es breitete sich aus. Es verzehrte sie es. Zog ihre Körper in den Himmel, um die letzte Phase zu erreichen. Oh mein Gott. Der Mond ist die Quelle des Markersignals, nicht die Maschine. Der Mond ist Konvergenz. Die Aliens, sie bauten die Maschine, um den Planeten einzufrieren, den Mond abzuhalten, vollkommen zu werden. Wenn die Maschine abgeschaltet wird, taut alles auf. Und die Konvergenz geht weiter. Nicht nur hier, sondern überall. Wo die Marker sich ausgebreitet haben. Und das ist... Das ist der Schlüssel. Um alles abzuschalten. Danke, dass Sie die Drecksarbeit erledigt haben. Nein! Er wird die Marker auf der Erde anpeilen und uns jagen. Sie verstehen nicht, was Sie da tun. Oh, zuerst habe ich es missverstanden, das stimmt. Aber jetzt ist mir alles klar. Es war nicht nur das Eingreifen der Menschheit, das unsere ruhmreiche Wiedergeburt verhindert hat, sondern auch diese Alien-Maschine. Bleiben Sie von der Maschine weg, Danny. Nein. Und da ich das hier jetzt habe, kann ich sie abschalten. Die Einheimischen dieses Planeten zogen den Tod der Evolution vor. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass die Menschheit nicht den gleichen Fehler macht. Wir alle werden vollkommen sein. Macht schon, tötet sie! Alle raus hier! Wir haben was gebraucht! What the fuck? Gut. Bastard. Er hat die Tür zugesperrt! In der Steuerkabine ist ein Überbrückungssystem. Damit kann ich sie von hier öffnen! Nein! Du kommst nicht mehr raus! Da! Sie ist offen! Los, ich bin direkt hinter dir! Hier an dem Punkt geht's aber beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, ich bin im Kane, Diana Jones.